Ja, auf jeden Fall an der Ampel vorbei. Willkommen im nächsten Labor. Die Ares-Kuppel. Wer seid ihr? Ah, ihr da. Woher seid ihr? Wir kommen von den Labors im Westen. Was? Hey, hier sind Leute, die durch die Ruinen gekommen sind. Wirklich? Ist das ein Scherz? Also gibt es Menschen, die diese Mutanten schlagen können. Papa bringt uns was zu essen. Ich bin nicht Papa, aber egal. Mein Mann ging hinunter in die Lagerhalle. Seither ist er verschwollen. Eine alte Fabrik namens Protokuppel im Osten. Ein paar verrückte Roboter bewachen sie. Auf dem Kontinent im Süden kann man die Kanalisation. Kommt man durch die Kanalisation, aber haltet euch vom Todesgipfel fern. Ein alter Mann lebt in einer Kuppel nahe der Todesgipfels. Muss ein Spinner sein. Die Tür mit dem Emblem? Nicht einmal mit Dynamit geht sie auf. Habt ihr Geld? Sicher, dass es Geld ist? Egal, ich muss einiges loswerden. Schnellfeuer, Eisenanzug. Nichts Neues. Eigentlich Patronen zu wenig. Sparen, irgendwann zahlt es sich aus, behauptet der Typ, der zur anderen Kuppel ging. Und es überlebt hat? Also hat es noch jemand dadurch geschafft? So. Wow. Dann wieder hier hoch. In den Enatron. Zum Heil. Ist immer noch eine schöne Sache, so eine Verteilung. Und dann gehen wir zu dem alten Mann. Wart ihr ehrlich in der Kuppel im Westen? Ja. Ah, ist ja auch ziemlich egal. Nö. Ein Zeittor war's? Naja, wir können es mit unserem eigenen Computer rausfinden. Irgendwie haben sich die Antworten vertauscht angehört. Verzeiht, ich bin nur Duan, Nachfahre des Direktors des Infozentrums. Im Keller ist ein Großrechner und ein Lagerhalle mit Nahrung. Aber wir kommen nicht bis dahin durch, wegen des Wächterroboters. Es ist schlimm. Na, wenn er so ist? Ja. Geht ihr nach unten? Na sicher. Aber niemand ist jemals wieder hochgekommen. Wir sind die Hauptcharakterin am Spiel. Wir kommen wieder. Wir versuchen es eben. Wie schön, solch beherrschte junge Menschen wie euch zu sehen. Seid vorsichtig und kommt lebend zurück. Dieses Puls steuert meinen Durchgang. Wir brauchen ein Passwort. Oh, stimmt, Passwort. Das war ja hier damit. Man kann noch lustig werden. Hallo. Scheint eine Statue zu sein. Ein Zettel hängt dran. Warnung, wer sich in der Nähe des Lagerraums aufhält, wird angegriffen. Ist mir doch egal. Haben wir die Intro-Sequenz gesehen? Ja! Bam! Programm wird ausgeführt. Tama, was ist hier los? Nina! Achtung! Destroy der Eindringlinge. Wie hält so ein Bit aus? Würde mich gerade mal interessieren. Aber nicht genug, um es mit mir aufzunehmen. Schade, dass wir noch keine wirklich mächtigen Fähigkeiten haben, sonst könnte ich den jetzt ziemlich zu Brei kloppen, den Boss. So.
Also auf den Wachsoldaten. Der Boss ist im Vergleich zum davorigen relativ einfach, weil er ein simples Prinzip des Kampfes hat. Zerstöre seine Wachroboter, greif ihn nicht an, wenn seine Wachroboter da sind. Und benutze lieber keine Magie. Oder magischen Fähigkeiten, die bringen nichts. Heißt, es wird ein sehr einseitiger Kampf. So. Ich hoffe mal, ich baue keinen Mist, den ich jetzt noch angreife. Mittelteil belebt. So, die neuen Drohnen sind da. Wir machen hier einen Aura-Wirbel draus. Und du versuchst es mal mit dem hier. Vielleicht nützt es bei den Kleinen was. Nicht wirklich viel. Crit. So ein Crit kann er ruhig beim Boss öfters mal haben. Beim Boss selbst, nicht bei seinen kleinen Spielzeugen. Gut. Volles Kanone. Und bitte schön viel, viel Schaden. Haut kritisch raus. Mehr habe ich ja. Halt, nochmal. Na klar, habe ich mehr zu bieten. Stich. Bringt allerdings nicht wirklich viel. Da setze ich lieber drauf, da ich irgendwo meinen kritischen drauf hau. Und so lange kann ich unendlich lang durchhalten, weil ich einfach. Zwar wenig MP habe, aber ich auch sehr niedrigen Verbrauch in diesem Kampf habe, so gesehen. Genau, solche Krit-Zusammenbruch. Bam. Und weg war er. Ja, 300 Erfahrungspunkte, 5 Technikpunkte, 1000 G. Tama erreicht nächste Stufe, Momo erreicht nächste Stufe, Nina erreicht nächste Stufe. Yay! Und rein in den Lagerraum. Das stinkt! Hier, da stinkt's! Das sieht aus wie Scheiße. Alles ist total vergammelt. Das Kühlaggregat muss ausgefallen sein. Und woher weißt du aus der Vergangenheit etwas davon? Schau, Tama! Ist vor langer Zeit gestorben, denke ich. Er hat etwas gehalten. Was könnte das sein? Es sieht aus wie ein Samenkorn. Samen? Ob an einem Ort wie diesen irgendwas wachsen kann? Sollte es lieber. Vitamet habe ich erhalten. Da stehen Folgende steht auf einem schmutzigen Stück Papier. Die Ratte ist nicht bloß eine Statue. Sie kennt das Geheimnis dieser Kuppel. Fangt sie.